Das wahrscheinlich gefährlichste an der bemannten Raumfahrt ist Start und Landung, Wiedereintritt in die Atmosphäre. Also sich auf so eine Rakete zu setzen und diesen riesen Treibstofftank zu zünden, die ist sehr verlässliche Technik, aber es besteht natürlich das Restrisiko, dass da irgendwas schiefgehen kann. With this kind of capsule, although there is a lot of automatism, there's a lot of data, still the astronaut, the cosmonaut, they are trained to maneuver and to pilot also the spacecraft visually. They don't want to rely too much on all the digitals, because the digitals can be wrong. Es gibt jede Menge Bemühungen, das Risiko zu minimieren, aber man kann es halt nicht gleich null ausschalten.